Ja, hallo und herzlich willkommen zu Timișoara 2023. Heute nehme ich euch mit zum Besuch ins Wassermuseum der Stadt, ein Juwel der Industriearchitektur. Und ich hatte das Glück, hier am Tag der offenen Tür eine ganz spezielle Führung zu bekommen von der wundervoll charmanten Annabella, die sich die Zeit genommen hat, mir alle Stationen innerhalb dieses Wassermuseums, dieses architektonischen Juwels zu zeigen. Gleich am Eingang in dem neuen Gebäude, was vor kurzem erst errichtet wurde, Wasserspiele, die natürlich schon Kinder, aber auch Erwachsene begeistern. Und dann war natürlich viel los am Tag der offenen Tür mit Artisten in dieser parkähnlichen Umgebung. Und das Wassermuseum ist eigentlich ein Wasserwerk, worüber man bereits 1907 im Stadtrat von Temeswar nachdachte und letztlich dann einen jungen Ingenieur, nämlich Stan Widrigin, mit der Aufgabe betraute, doch etwas zu entwickeln, das die Stadt nicht nur mit einem Abwasser, sondern auch einem Frischwassersystem versorgt wird, denn vorher haben die Menschen das Wasser aus Brunnen geholt. Ja, und so hat er sich dann zusammengetan mit dem damals sehr bekannten und immer noch heute bekannten Architekten Laszlo Csekely und hat diese wundervolle Anlage gestaltet. Hier mal ein Rundblick über den parkähnlichen, über die parkähnliche Anlage. Und es ist letztlich dann das erste Wasserwerk Rumäniens geworden, eröffnet 1912. Hier sehen wir die erste Station, nämlich die Quelle. Die Quelle, schon von außen ein Blickfang, was die architektonische Gestaltung anbelangt. Und am besten, wir gehen da gleich mal rein. Die Quelle selbst war mit dem Wasserwerk zusammen von 1914 bis 1991 in Betrieb, und es ist, wenn man hineingeht, schon sehr faszinierend, da in die Tiefe zu schauen, nämlich 13, 14 Meter geht es mit einer Wendeltreppe nach unten. Auf dem Boden der Quelle dann große Pumpen, und die Quelle selber befindet sich mit einer Bohrung 67 Meter in der Tiefe. Ja, und jede einzelne Quelle hat eine Flussrate von 5 Litern pro Sekunde, was bedeutet, dass eure Badewanne damit in 40 Sekunden voll gefüllt wäre. Hier im Zwischengeschoss, im Quellengebäude, die sehr übersichtliche Anordnung der einzelnen kräftigen Rohre und nochmal ein Blick hier nach unten auf den Grund der Quelle, und man kann ganz deutlich diese floralen Elemente hier noch besser der Fliesen erkennen, alles noch original von damals. Die großen Pumpen, die heute zwar nicht mehr in Betrieb sind, aber die wahrscheinlich noch immer funktionieren würden, wenn man da Strom drauf gibt. Ja, und das Ganze ist natürlich auch bis ins Detail sehr fein restauriert worden. Man sieht noch die alten Messgeräte, und hier langsam mal ein Blick nach oben, um auch der Dimensionen gewahr zu werden, die da auf einen wirken, wenn man in der Quelle steht. Als nächstes nach der Quelle geht es dann weiter in die Filtrierstation, hier von außen. Und die Filtrierstation besteht aus zwei großen Teilen. Wir gehen da jetzt gleich mal rein und schauen uns das mal an. Der erste Teil unten im Erdgeschoss, das sind große Behälter gefüllt mit Sand, um das Wasser zu filtrieren, was aus der ersten Etage, in die wir jetzt gleich mal reingehen, dann weiter zu säubern. Hier also in der ersten Etage, ihr seht die mächtigen Leitungen, die durchs Haus führen. Und in einem dieser Räume, das können wir uns jetzt hier mal genauer anschauen, da wird aus dem Rohr durch diese Öffnung wird das Wasser versprüht und oxidiert dann mit Sauerstoff in der Luft. Damit wird, und ihr seht die braunen Wände, dem Wasser quasi das Eisen entzogen. Und unten auf dem Boden gibt es eine 3 Meter dicke Koksschicht, die natürlich dann auch dazu dient, weitere Eisenoxide
und feste Substanzen dem Wasser zu entziehen, was quasi durch diese Koksschicht durchdriftet. Ja, und da haben wir auch gleich mal die Möglichkeit, dann in einem anderen Raum über diese Koksschicht rüber zu gehen, wenn auch über Glas, also nicht direkt über den Koks, aber sehen einfach mal die Dimensionen, die hier nötig waren, um quasi das Wasser für die Stadt entsprechend aufzubereiten. Und in einem nächsten Raum findet man dann auch nochmal eine ähnliche Situation, nur dass da kein Koks mehr auf dem Boden liegt und man die Filterplatten selber sehen kann. 3 Meter Koks, der permanent gesäubert werden musste dazu. Und das könnt ihr gleich im nächsten Raum sehen, gibt es hinten am Ende dieses Raumes eine Tür, wo Arbeiter den Koks permanent raus und wieder reingebracht haben. Draußen wurde der Koks gewaschen und dann entsprechend wieder reingebracht. Es war also eine körperlich sehr, sehr schwere Arbeit, die da zu vollbringen war. Und trotzdem, so hat mir Annabella erzählt, waren viele, viele der Arbeiter dort sehr zufrieden mit den Konditionen im Wasserwerk. Ja, und dies hier ist das Pumpenhaus. Das Pumpenhaus, die letzte Station. Die Pumpen hatten die Aufgabe, das Wasser dann in die Stadt zu bringen, über 87 Kilometer Leitungen. Und am Ende dieses Netzwerkes der Leitungen befanden sich die beiden Wassertürme, die heute noch vorhanden sind, einer in Fabrik, der anderen Josephine. Die hatten die Aufgabe, dann zum einen den Druck auszugleichen und zum anderen auch für die Häuser 3 bis 4 Stunden Wasser vorzuhalten, falls denn mal irgendwo was im Wasserwerk ausfällt. Wie gesagt, saniert bis ins Detail, ganz, ganz wundervoll. Und ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei allen, die mir auch behilflich waren, hier diese Tour entsprechend machen zu können. Hier nochmal ein Blick auf die Schalttafel im Pumpenhaus, ähnlich wie die Schalttafel im Wasserkraftwerk. Ich sage an dieser Stelle danke, verabschiede mich und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.